Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen in meiner asiatischen Buchwelt. Ich begrüße euch zum Neuerscheinungsvideo für das Frühjahr 2024, genauer gesagt für das erste Trimester. Das sind die Monate Januar, Februar, März und April. Ich habe mir da die Verlagsvorschauen durchgesehen und 5 Bücher haben mich so begeistert, dass sie gleich auf meine Wunschliste gewandert sind. Bei mir ist es jetzt ja nicht so, dass ich die Bücher nach Genre auswähle, das heißt, dass ich sehe, was für Liebesromane oder was für Krimis gibt es denn im neuen Programm, sondern ich gucke auf die Herkunftsregionen der Bücher und ich kann euch jetzt 4 Bücher aus Asien und 1 aus dem Amazonasgebiet vorstellen und wünsche euch damit jetzt ganz viel Spaß und Inspiration. Kurz noch einmal vorweg, ich hatte nicht so viel Zeit, alle Verlagsprogramme durchzusehen. Das heißt, es gibt natürlich ganz viele Titel, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Falls ihr jetzt also einen Titel aus Asien, Afrika oder sonst über ethnische Minderheiten gefunden habt, von dem ihr denkt, dass er mir ebenfalls gefallen könnte, dann schreibt das sehr gerne unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, schnacken wir nicht lange, sondern sehen uns mal diese 5 Schätze an. Das erste Buch, das ich euch vorstellen möchte, ist genau dieses Buch aus dem Amazonasgebiet. Das erscheint am 27. Februar bei Baobab Books. Es ist ein Kinderbuch, hat 32 Seiten und wurde übersetzt aus dem Portugiesischen von Michael Kegler. Der Titel ist Kayabu und Kayabu ist der Name eines der beiden Protagonisten. Wir begleiten hier ein kleines Mädchen, Nana. Und sie lebt in einem Dorf, in einem indigenen Dorf im Amazonasgebiet. Und die Leute dort leben mit den Jahreszeiten. Und sobald der Fluss über die Ufer tritt, dann lassen sie den Fluss durch die Wohnhäuser fließen und die Kinder gehen mit einem Kanu in die Schule. Das klingt schon mal super, super spannend. Und dann kommt noch ein neuer Schüler. Und dieser neue Schüler ist eben Kayabu. Und Kayabu und Nana freunden sich an. Die Freundschaft geht immer tiefer. Und am Ende steht auf dem Klappentext, das hat mich sehr angesprochen, diese Freundschaftsgeschichte öffnet ein Fenster auf die Welt der indigenen Bevölkerung Amazoniens, deren Lebensraum durch industrielle Abholzung und Rohstoffabbau bedroht ist. In Brasilien gab es einst 1000 indigene Volksgruppen, heute sind es noch etwa 200. Also wir sehen, wir haben eine herzerwärmende Geschichte vor einem doch ja sehr ernsten Hintergrund, einem Hintergrund auch mit der Klimaveränderung, die uns alle betrifft. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Diesem Buch kann ich euch schon mal sagen, das wurde mir als Rezensionsexemplar zugesagt. Das heißt, dazu werdet ihr dann auch zeitnah eine Rezension sehen, falls euch das jetzt anspricht, aber ihr noch so ein bisschen zögert. Ist das wirklich etwas für mich? Dann könnt ihr sehr gerne die Rezension dazu abwarten. Dann Buch Nummer 2, das auf meine Liste gewandert ist. Jetzt gehen wir zurück nach Ostasien und zwar nach Korea. Und ich habe mich riesig gefreut zu sehen, dass ein neues Buch von Han Kang auf Deutsch übersetzt wurde. Der Titel ist Griechischstunden. Und als ich für einen Livestream ein bisschen mal über Han Kang recherchiert habe, und für meine Lesemonate, da habe ich auch auf dem französischen Wikipedia gesucht und gesehen, dass Griechischstunden schon vor Jahren auf Französisch übersetzt wurde und zu den größten Hits von Han Kangs Büchern auf Französisch zählt. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Das Buch erscheint am 14. Februar, also zum Valentinstag. Beim Aufbauverlag hat 204 Seiten und wurde übersetzt von Lee Ki-hyang. Und es erzählt die Geschichte von 2 gestrandeten Menschen in Seoul. Sie sind in dieser Riesenmetropole und sie sind ganz verlassen allein. Ein Griechischlehrer und seine Schülerin, die aber beide schon erwachsen sind und die beide ihr Päckchen zu tragen haben. Der Lehrer ist ein Mann, der immer mehr erblindet und natürlich das wird auch seine Lehrtätigkeit beeinträchtigen. Zudem schwankt er zwischen 2 Kulturen und das ist jetzt wieder für uns super interessant, denn er schwankt zwischen Korea und Deutschland. Also zwischen 2 verschiedenen Sprachen und Kulturkreisen muss er da oszilliert er hin und her und versucht, das Gleichgewicht zu finden. Die Frau, die an seinem Unterricht teilnimmt, ist stumm. Das ist natürlich auch für sie nicht einfach, gerade wenn man denkt, eine Sprache zu lernen, wenn man stumm ist. Wie macht man das? Nicht, dass es nicht möglich wäre, aber es ist doch mit erheblichen Hindernissen verbunden, weil man ja dadurch, dass man selbst spricht, das hilft mir zum Beispiel auch, ja, Wörter zu verinnerlichen, wie macht die Frau das? Und dann sind auch noch 2 Schicksalsschläge über sie hereingebrochen.
Vor kurzer Zeit ist ihre Mama verstorben und sie hat das Sorgerecht für ihren Sohn verloren. Und ja, als junge Mama nimmt mich das ja wirklich sehr mit. Und das klingt einfach super, super spannend. Also dieses Buch würde ich sehr gerne lesen. Ich habe es angefragt als Rezensionsexemplar. Aber ihr seht es auch an diesem Video, es kommt relativ spät. Ich war ein bisschen spät dran mit raussuchen, welche Bücher erscheinen denn in diesem Frühjahr. Und das Kontingent war schon alle, denn Hankang ist super beliebt. Es gäbe jetzt natürlich die Möglichkeit, das Buch über Netgalley anzufragen und das dann als E-Book zu lesen auf dem Computer. Ich denke, das wäre möglich. Aber dadurch, dass ich Hankang sehr mag und ihre Bücher hier stehen, möchte ich das eigentlich schon auch in physischer Form haben. Also ich glaube, ich warte mal die ersten Rezensionen ab. Und wenn die so gut sind wie die französischen Bewertungen, ich glaube, dann werde ich das Buch bei mir einziehen lassen. Dann gehen wir auch weiter zu Buch Nummer 3. Jetzt gehen wir nach Taiwan. Das ist der dritte Band einer vierbändigen Reihe, und zwar von Tsai Kun-Lin. Der Titel lautet jetzt Ein neues Leben. Es erscheint am 5. März wieder bei Baobab Books. Es ist eine Graphic Novel mit 176 Seiten und wurde übersetzt von Johannes Fiederling. Johannes Fiederling ist ein sehr bewandter Übersetzer aus dem Mandarin. Er lebt auch selbst in Taiwan. Er liebt Taiwan und das spürt man auch in der Übersetzung, in jeder Zeile, dass da jemand mit Herzblut übersetzt hat. Wir erleben in diesen vier Bänden eigentlich die Geschichte, die neuere Geschichte Taiwans von der japanischen Kolonialzeit in den 1930er Jahren bis ins 21. Jahrhundert hinein. Im ersten Band hatten wir eben die Kolonialzeit, also die Kindheit und Jugend von Tsai Kun-Lin kennengelernt. Und am Ende des zweiten Bandes haben wir gesehen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Kuomintang-Regierung sich auf Taiwan zurückgezogen hat. Und jetzt ist plötzlich nicht mehr Japanisch die offizielle Sprache. Im Gegenteil, das ist verboten. Alle Leute, die japanische Namen hatten, mussten diese ablegen, müssen neue Namen annehmen und eine neue Sprache lernen. Die Leute sprechen Hoklo oder Hakka. Das sind Dialekte, die zum Chinesischen gehören, aber sich sehr, sehr stark vom Mandarin unterscheiden. Also der Unterschied ist weitaus größer als Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Das sind doch einmal Welten dazwischen. Das heißt, für diese Leute war das super schwer, ja, jetzt für die Schriftzeichen nochmals neue Bedeutungen zu lernen, zu hören, wie die Leute sprechen. Sie können das nicht wirklich. Aber Tsai hat einen Traum. Er möchte an der Universität studieren und er ist auch abends mit seinem Lämpchen da und büffelt diese Zeichen. Er tritt einem Lesezirkel an der Oberschule bei, um einfach weiterzukommen. Und im zweiten Band ist es dann so, dass er inhaftiert wird. Er kommt 10 Jahre in mehrere Gefängnisse, unter anderem auf die Grüne Insel. Das ist heute eine riesen Touristenattraktion, war aber damals die Gefängnisinsel. Und er kommt dahin, weil er eben in einer illegalen Organisation anscheinend tätig war. Und diese illegale Organisation entpuppt sich als der Lesezirkel. Dabei ist der Lesezirkel das etwas, womit er sich eigentlich sehr regimegetreu gibt, wenn er die Sprache lernt. Also ja, ganz, ganz schrecklich. Und jetzt im dritten Band, dieses neue Leben, da versucht Tsai Kun-Lin jetzt in Taiwan, in Taipei, wieder Fuß zu fassen. Er kehrt zurück nach diesen 10 Jahren Haft und versucht einmal einen Job zu ergattern. Der Wunsch, an der Uni zu studieren, hat sich als unerfüllbarer Traum erwiesen. Und ja, wir sind in Taiwan in den 50er, 60er Jahren, hat sich schon sehr viel verändert. Der Krieg ist wirklich vorbei, der weiße Terror hält aber an. Und er muss feststellen mit seiner Vergangenheit, dass ihn da einfach niemand anstellen will, weil es immer wieder Druck auf die Leute gibt, die ihn anstellen würden. Er möchte Manga-Zeichner werden, kommt auch zuerst in einen Verlag, aber dann machen Polizisten wieder Druck auf den Verlag und er verliert die Arbeit. Und was mich am meisten fasziniert ist, dass er 1966 dann seinen eigenen Comic-Verlag gründet für Jugendliche und in diesem Verlag hilft er Leuten, die ebenfalls politisch verfolgt werden. Also dass jemand, der selbst quasi alles verloren hat, der selbst mit dem Leben hadert und so viele Hindernisse zu überwinden hat für ein Verbrechen, in Anführungszeichen, das keines ist, das ja an den Haaren herbeigezogen ist, sich engagiert für andere Menschen, das hat mich so beeindruckt und
Ja, ich hatte ja schon die ersten beiden Bände als Rezensionsexemplare zugesprochen bekommen, habe den dritten angefragt und es war so nett. Die Dame hat mir gesagt, ja, ich war schon verwundert, dass Sie mir nicht geschrieben haben. Natürlich bekommen Sie den dritten Band. Vor allem nach den positiven Rezensionen meinerseits zu den ersten beiden Bänden hat sie quasi gewartet, dass ich den dritten anfrage und der wurde mir ebenfalls zugesagt. Also dazu bekommt ihr dann auch zeitnah eine Rezension. Ich glaube, dass das wieder ein ja, Highlight werden wird. Mindestens 4,5 Sterne, denke ich, bekommt es. Also da müsste minimal irgendwas sein. Aber ich glaube, dass das wieder 5 Sterne Highlight-Potenzial hat. Dann das nächste Buch, Nummer 4. Jetzt gehen wir nach Japan. Und da habe ich mich auch sehr gefreut, denn es wird ein neuer Roman von Nakamura Fuminori übersetzt, und zwar Die Flucht. Zwei seiner Bände sind schon übersetzt beim Diogenes Verlag. Jetzt folgt der dritte. Einen habe ich ja gelesen, Der Dieb. Den findet ihr im Lesemonat Dezember 2022. Das hat mir relativ gut gefallen. Da gab es ein paar Kritikpunkte, aber ich fand den Ansatz gut. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie der neue Kriminalfall wird. Rauskommen tut es erst am 20. März, also müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, wenn ihr dieses Video seht. Es ist auch sehr viel länger als die anderen Bücher. Es hat 592 Seiten und wurde übersetzt aus dem Japanischen von Luise Stegewenz. Und dieser Klappentext verbindet Musik, Liebe und Kriminalfall. Also das heißt, Nakamura schafft es wieder, nicht nur einfach einen Kriminalfall zu schreiben, sondern er beleuchtet den aus einer ganz besonderen Perspektive, wie auch mit Dieb, wo er einen Dieb beleuchtet, ein Thema, das man sonst nicht so oft findet in der Literatur. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Ich lese euch hier einmal den Klappentext vor, damit ich das Ganze gut zusammenbinden kann. Wenn ich es dann gelesen habe, dann kann ich euch das natürlich viel freier und kompakter erzählen, noch mehr reingehen auf die Details, aber jetzt, glaube ich, würde ich ja zu viel außen vor lassen. Hier steht, Kenji Yamamine kommt in den Besitz der legendären Teufelstrompete des Komponisten Suzuki. Ihm wird die Macht zugeschrieben, Menschen zu begeistern und zu fantasieren. Bei Recherchen auf den Philippinen trifft Kenji die junge Ann. Sie verlieben sich, Ann folgt ihm nach Tokio, wo sie gewaltsam stirbt. Neben der Trauer um Ann wird Kenji von einer rätselhaften religiösen Sekte verfolgt, die die Trompete für ihre Zwecke nutzen will. Was Kenji jetzt noch bleibt, ist das Rätsel der Trompete zu lösen und sich mit der Welt in Liebe zu versöhnen. Ich finde, das klingt sehr, sehr spannend, weil es verschiedene Aspekte aufgreift und zusammenführt, die man normalerweise nicht zusammenführt. Also eben diese Musikbranche, dann Teufelstrompete, das irgendwie einen magischen Realismus, dann haben wir noch eine religiöse Sekte, wir haben eine Liebesbeziehung, die im Ausland beginnt, eine Liebesbeziehung zwischen einem Japaner und einer Person aus den Philippinen. Also ich finde, es klingt einfach sehr, sehr vielversprechend, ich bin sehr gespannt. Und weil es auch so dick ist, denke ich auch, dass das Buch viel, viel mehr in die Tiefe gehen wird, als jetzt zum Beispiel Der Dieb, das doch mit ein bisschen über 200 Seiten, glaube ich, war es, wenn ich mich jetzt nicht täusche, doch sehr viel dünner war. Also hier ist Platz für die Entwicklung der Protagonisten. Und dann noch Buch Nummer 5, das es auf meine Wunschliste geschafft hat. Hier bleiben wir in Japan. Es ist ein Genre, das normalerweise ein Genre ist, das mich weniger abzuholen vermag, dieses Wohlfühl-Genre und ja, Ratschläge geben. Aber jetzt in der Schwangerschaft merke ich, dass ich doch so ein bisschen sanfter gestimmt bin und dass so die wirklich harten Themen, dass das manchmal schwierig zu lesen ist. Und ich merke auch, dass ich immer müder werde. Und ich glaube, wenn dann das Buch rauskommt, das ist auch das Buch, das zuletzt rauskommt, ich habe es in dieser chronologischen Reihenfolge euch jetzt die Bücher vorgestellt, dass dann die Müdigkeit nochmal zunehmen wird und sich dann von einer Geschichte sanft abholen zu lassen und in ein magisches Land führen zu lassen mit Katzen, das klingt genau nach meinem Geschmack. Also für diese Zeit dann von Mochizuki Mai, das Mondscheincafé, das erscheint am 18. April bei DTV, hat 208 Seiten und wurde übersetzt von Sabine Mangold, die ja schon sehr viele japanische Romane fantastisch übersetzt hat. Also von dem her, da weiß man, die Übersetzung, die wird auch einwandfrei sein. Hier haben wir ein Café in der Nähe von Kyoto, das von Katzen betrieben wird.
Und Leute, die Probleme haben, die stranden da, ohne zu wissen, wie, in diesem Café. Und sie werden von den Katzen bewirtet. Also sie geben ihnen Köstlichkeiten auf, aber nicht nur das. Sie geben ihnen auch Ratschläge für die verschiedenen Sorgen, denen sie in ihrem Leben begegnen. Sei das die Liebe, die Arbeit, aber vielleicht auch, dass sie mit Armut zu kämpfen haben. Ein Thema, das ich sehr interessant finde in einem hochentwickelten Land wie Japan. Zumal wir hier auch Armutsprobleme haben, was wir immer wieder auch in YouTube-Werbungen sehen, wenn wir hier in Japan sind, finde ich sehr, sehr schön, wie das dann eingewoben ist. Plus das Ganze wird mit der Astrologie verbunden, denn es steht hier, dass diese charismatischen Katzen auch das astrologische Horoskop der Gäste interpretieren. Und ich bin natürlich jetzt sehr gespannt, ob es sich hier um das westliche Horoskop handelt oder ob sie sehen, in welchem Jahr die Leute geboren wurden. Also wir haben hier das Jahr des Drachen. Da sagt man, das ist ein sehr, sehr gutes Jahr, vor allem für Jungs, auch für Mädchen. Aber die haben es ein bisschen schwerer, in den Start zu kommen. Ich bin im Jahr des Tigers zum Beispiel geboren, da sagt man auch, die sind so ein bisschen eigensinnig, die ziehen nichts durch, die sind sehr eigenbrötlerisch, die sind stur, aber sie sind auch stark. Ich bin gespannt, welche Astrologie hier aufgegriffen wird, und ich glaube auch, so für, wenn es so langsam wärmer wird, gegen Ende der Schwangerschaft, scheint dieses Buch einfach perfekt zu sein. Am Ende steht noch, basierend auf dem japanischen Mythos, dass Katzen den Menschen, von denen sie gut behandelt wurden, etwas zurückgeben möchten, verzaubert diese Geschichte Leser auf der ganzen Welt. Und damit hatte mich der Klappentext definitiv. Ich habe zwar keine Katzen, wir möchten uns auch eher einen Hund zulegen, aber ich liebe zum Beispiel die Reihe von David Mickey, die Katze des Dalai Lama, und ich liebe diese Neko Bungaku, also diese Katzengeschichten in der japanischen Literatur, finde ich einfach, die haben so etwas Heimeliges, die holen einem ab. Das sind Wohlfühlromane, die sich so um einen legen, wie so ein sanfter Mantel und einem gut einhüllen und ja, für einen Moment auch so ein bisschen die eigenen Sorgen vergessen lassen. Und ja, das erwarte ich von diesem Buch, dass es mich sanft abholt, mich berührt, mir zeigt, dass die Welt gut ist, dass es noch Menschen gibt, denen geholfen werden kann, dass eine Freundschaft zwischen Mensch und Tier möglich ist. Ja, das sind also die 5 Bücher, ein sehr kurzes Video dieses Mal, kurz und knackig habe ich euch die vorgestellt. Wie gesagt, sagt mir sehr gerne, ob ich euch auf eines der Bücher gundrig machen konnte. Und wenn ihr noch Buchtipps jetzt für mich habt, dann schreibt die mir sehr gerne unten in die Kommentare. Darüber freue ich mich sehr. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Matane, bye bye.